Hey, was geht? Hier ist Crunchy und willkommen zu einer neuen Folge von Resident Evil 3. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben und ich würde sagen, also das haben wir ja, glaube ich, gelesen. Und ich würde sagen, wir gehen mal zurück. Die Frage ist, wie kommen wir zurück? Einfaches Schloss habe ich noch. Okay, hier können wir ein einfaches Schloss öffnen. Jo, hier. Dann machen wir das doch mal. Erste Hilfe-Spray, wichtig. Okay, sehr gut. Die Frage ist jetzt, wie kriegen wir... Wie kommen wir rüber? U-Bahn-Büro. Okay, wir müssen irgendwie zum Donut laden. Jo, was ist seine Mission? Alter, einfach laufen. Ja, wir müssen zum Donut laden. Da leben wieder alle. Nein. Nein! Nein! Lauf, lauf, lauf! Ja oder nicht? Boah, der ist wieder der Stärkste hier im Knast. Boah, geh weg, ey. Das wird dir übel nervig. Okay, wir müssen irgendwie fliehen. Nein, nein, nein. Umschalttaste, nein. Ja, wir werden von ihnen angeknabbert. Jetzt kommt die Dicke noch hinter uns her. Nein. Lauf, 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 lauf. Ey, wenn du jetzt nicht läufst. Oh mein Gott, wichtig. Mach die Scheiße zu. Ja. Oh mein Gott, das geht ja richtig gut los. Aber die Dinger machen ihn ja nicht Ding. Das Tor hält ihn ja gar nicht auf, ey. Gute Arbeit, Supercop. Bin beeindruckt. Läuft nun alles? Ja, fast. Aber wir brauchen noch 30 bis 40 Minuten. Nikolai. Wo kommen die denn her? Wie steht's? Die Stadt wimmelt von diesen Freaks. Keiner kann sich hier rauskämpfen. Warum ist sie hier? Sie hilft, die Bahn zu aktivieren. Schlechte Zeit, Ballast mitzuschleppen, Freund. Sie ist schwach. Schießt nicht, wenn es drauf ankommt. Hey, mach mal halblang. Sie wird dein Tod sein. Entschuldigung. Sie sind alle etwas nervös. Ach komm schon. Nicht schon wieder. Er ist hinter mir her. Hey! Ich verschaffe euch Zeit! Hey, warte! Warte, Jill! Nein! Verdammt! Komm schon, du verdammter Stalker! Du willst... Ah! Ja, laber doch nicht! Lauf doch einfach! Lauf einfach! Nein. Bist du tot?
Alter, mach die Tür doch auf, ey. Muni nehmen wir mit. Boah, wie sollen wir den aufhalten? Komm schon, du verdammter Stalker! Du willst das? Ich geb dir das! Die Cutscene durchbrochen einfach. Okay, das war clean. Kommt er runter? Ich hoffe nicht. Ich glaube, ich hätte mich erkunden sollen, aber... Oh mein Gott, Speicherpunkt wichtig. Nein. Oh ja. Okay, was haben wir hier? Okay, hier haben wir Pistolenmunition. Schrotmunition. Rotes Kraut. Was haben wir hier? Karte der Kanalisation. Eine Karte der Umgebung. Okay, wir sind in der Kanalisation. Yo, den Bolzenschneider brauchen wir nicht mehr. Den tun wir dann weglegen. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt haben wir zwei Platz. Das rote Kraut kann ich auch wegtun. Verstauen wir mal. Dann erkunden wir mal die Kanalisation hier. Boah, der Dicke ist ja aber übel nervig, ey. Aber der kommt irgendwie hier nicht durch. Okay, erstmal alles erkunden, was geht. Okay, da vorne sehe ich schon eine Leiter. Was war das? Okay, erstmal die Schrot hier ausrüsten. Okay, was haben wir hier? Erhöhte Kanalsicherheit. In dem Kontrollbereich der Anlagen wurden unbefugte Personen gesichtet. Aus diesem Grund ersetzen wir die alternde mechanischen Schlösser und implantieren neue Sicherheitsregeln. Das Entsperren der neuen elektronischen Schlösser erfordert mit einem speziellen Akku, der an alle Mitarbeiter verteilt wird. Bitte führen Sie Ihren persönlichen Akku stets bei sich, wenn sie sich in der Anlage befinden, bewegen. Okay, also brauchen wir hier für das Schloss einen Akku. Was uns sehr viel Platz wieder kostet. Ja, ich meine, wir sind ja hier. Haben wir hier irgendwas erkunden oder so? Nö. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal runter. Oh Gott. Die Klamotten muss ich verbrennen. Okay, was geht hier? Was haben wir hier? Okay, Handgranate, wichtig. Okay, wo geht's denn lang? Da kommt bestimmt so ein Vieh raus, oder?
Okay, wir können da lang und wir können da lang. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Büro. Kommt doch bestimmt ein Vieh raus. No, 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 no. Oh mein Gott, die Kaulquappen sind ja richtig mutiert geworden. Okay, wir brauchen sehr viel Schuss für die. Oh mein Gott. Ich sehe schon unsere Munition dahin schwinden. Ja, wieder ein Speicherpunkt. Jetzt werden wir aber verwöhnt hier. Sprengstoff B, okay. Was haben wir hier? Nix. Geben wir Notizen. Tagebuch des Forschungsassistenten. 4. März, Wassertemperatur 8 Grad Celsius, pH 6,8. Gammas wurden das erste Mal aus diesem Tank rausgelassen. Bewegen träge. Kampfpotenzial gering. 18. April, Wassertemperatur 20 Grad. pH 6,8. Mit zusätzlichen Hormonen und Medikamenten experimentiert. Eine der Änderungen lieferte positive Ergebnisse mit einem signifikanten Anstieg des Kampfpotenzials. Das betreffende Exemplar kann sich jetzt schnell bewegen und Beute in einem Stück verschlingen. Okay, wir sind also One-Hit für die. Perfekt. 13. Juni, Wassertemperatur 22 Grad Celsius, pH 6,2. Umbrella hat den Gamma-Forschung offiziell eingestellt. Wir konnten einige Exemplare mit hohem Potenzial aus dem Labor schmuggeln, bevor sie entsorgt wurden. Dr. Logan, Carlisle ist mehr als je zuvor entschlossen, die Gamma-Reihe zu perfektionieren. 14. August, Wassertemperatur 25 Grad Celsius, pH-Wert 5,8. Es ist jetzt 2 Wochen her, seitdem wir in die Kanalisation umgezogen sind. Die höhere Temperatur führten zu einem Abfall der Wasserqualität, aber die Exemplare scheinen trotz meiner Sorgen gesund zu sein. Die Gammas haben schnell den Aufbau der Kanäle gelernt und haben bereits nach 2 Tagen angefangen, den Untergrund von Raccoon City zu erforschen. Alle Exemplare kennen uns und sind einfach freundlich gesinnt. Ich habe uns als Schutzmaßnahme leistungsstarke Waffen für den Fall beschafft, dass die Gammas unkontrollierbar werden. Oh, wir kriegen also eine neue Waffe. 1. September, Wassertemperatur 23 Grad Celsius, pH-Wert 6,1. Wir hatten Glück, dass wir uns in diesen Ort sichern konnten, indem wir den Abteilungsleiter der Kanalisation bestachen. Aber es wird langsam eng, da die Gammas noch weiter wachsen. Wir sollten uns um andere Unterbindungsmöglichkeiten Gedanken machen. 9. September, Wassertemperatur 21 Grad, pH-Wert 6,1. Ein Mitarbeiter der Wasseraufbereitung hat sich in unser Labor verirrt, aber die Gammas haben ihn unverzüglich eliminiert. Dies beweist ihre Feldtauglichkeit. Ich werde morgen Umbrella europäische Zweigstelle kontaktieren. Vielleicht haben die ja Einsehen. Okay, die werden dann also für das Militär benutzt, als Waffe. Okay, das ist ja beunruhigend hier. Rechnung von Gunshop Kendo. Vielen Dank für Ihren Kauf eines XX-Granatenwerfers.
Wir haben besondere Modifikationen vorgenommen, die die Waffe mit einer Vielzahl an Munitionsarten kompatibel machen. Stellen Sie für die optimale Leistung sicher, immer die richtige Munition für die Situation zu verwenden, da es sich bei dieser Waffe um ein generell generalüberholtes Modell handelt, verfügt sie nicht über eine Automatik. Das verringert zwar die Schussfrequenz, aber diese Tatsache wurde im Preis berücksichtigt, wie abgesprochen. Handschriftliche Notiz auf der Rückseite. Explosive Granaten, Sprengstoff A zweimal, Brandgranate, Säuregranaten. Okay, Minengranaten können nicht einfach hergestellt werden. Es lohnt es sich nicht, welche zu besorgen, würde uns die Gammas nicht helfen. Minengranaten. Inventar ist voll. Ja gut. Ich meine, wir haben ja hier eine Truhe. Ja, wir tun das mal verstauen. Aber weiß nicht, brauche ich Granate? Ich glaube, ich hole mal die Flintenmunition. Ja, erste Hilfe-Spray brauche ich eigentlich. Oh mein Gott, wir haben ja richtig wenig Platz. Oh Gott. Dann würde ich sagen, ja, hier speichern wir mal. Dann können wir irgendwas verstauen? Ich glaube nicht. Ja, die Handgranate. Ich glaube, Handgranate benutze ich echt zu selten. Und wir gehen weiter rein in das Ungeschehene. Okay, das sind also Gammas, die experimentiert wurden. Die sehr dick und schnell sind, ey. Okay, wir müssen aufpassen. Okay, da ist ja noch eine. Jo, mach deinen Mund auf. Ja, ich wollte euch mal die Sterbeanimationen zeigen. Die auch sehr schön gelungen ist, wie ich finde. Ja gut, ich dachte, der zieht sich zurück bei dem einen Schuss, aber wir haben uns zurückgezogen. Ich höre schon. So, wo ist der Dicke? Da wartet er doch. Okay, wir brauchen 4 Schüsse für die. 4 Stück, ey. Okay, was haben wir hier? Oh nein, da kommt noch eine. Komm, zeig deinen Mund.
Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, was haben wir hier? Wir können nur hoch. So, haben wir hier irgendwas zum Lesen oder so? Hier haben wir den Akku. Inventar ist voll. Ja, moin. Hier haben wir auch ein Schloss, hier haben wir auch Ding. Schießpulver. Das können wir mal benutzen. Sprengstoff A. Inventar ist natürlich wieder voll. Ein Liebesbrief. Mein kleiner Lieblinge, es ist bereits 3 Monate her, dass wir zusammen hierher geflohen sind. Ich denke oft an die Tage zurück, als ihr alle geschlüpft seid. Eure kleinen Stimmchen ließen mich mit Stolz erschauern. Euer liebreizender kleiner Körper, die solche unglaublichen Zerstörungskraft in sich tragen, und natürlich eure unersättlichen Appetit. Ihr seid nichts Geringeres als die Spitze der Hunter-Serie. Und doch befallen sie mir, euch zu vernichten. Ich sagte, ihr seid als Waffen untauglich, wegen ein paar kleiner Schwachstellen. Sie führten eure fehlende Hitzbeständigkeit und die Tatsache an, dass eure zarten Mundwerkzeuge beim Fressen freigelegt sind, und sagten, ihr seid mangelhaft. Haben die nie vom Charakterschwächen gehört? Es ist gerade wegen eurer Schwachstellen, dass ich euch so liebe. Aber wir werden es denen noch zeigen. Hier unten werden wir gemeinsam weiter den evolutionären Pfad beschreiten. Wir beweisen Umbrella, dass ihr meinen geliebten Hunter Gammas wahrhaft überlegen seid. Okay, anscheinend ist es der Forscher, der einen Brief an die Gammas geschrieben hat. Okay, ich meine, wir haben hier den Akku und wir haben hier den hochwertige Schießpulver. Und wir haben hier noch... Ey, wir haben hier 3 Sachen, ey. Ich weiß nicht, ob wir hier das Messer brauchen. Aber ich würde sagen, ich gehe mal kurz runter. Ich hoffe, die stehen nicht auf. Ich gehe mal kurz zum Büro und tu mal die Sachen verstauen. Ich meine, schön und gut, dass wir eine neue Ding bekommen haben. Eine neue Waffe, aber wenn die 2 Platz wegnimmt, merkt man das schon krass. Okay, rein da. Ich bin am überlegen, ob ich das Messer weglege, weil Messer, ich weiß nicht, gegen die Messern. Kann ich ja gleich nackt kämpfen. Ja, erste Hilfespray brauche ich jetzt hier nicht. Ich meine, ich habe jetzt 2. Ja, kaum Messer tue ich auch verstauen. Okay, dann würde ich das da auf Schnellzugriff auf die 1. Ja, genau. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt haben wir 3 Waffen, aber wenig Platz. Perfekt. Okay, dann holen wir uns die Sachen und dann schauen wir mal, wie wir zurückkommen. So, weiter geht's, chill, chill, chill. Aber ich weiß nicht, ob der Dicke in der Kanalisation auch ist. Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe nicht, dass er runterkommt, ey.
Okay, jetzt können wir... Wir nehmen erstmal den Akku mit. Yo, der braucht auch zwei Platz, ey. Ja, das ist jetzt natürlich nicht so geil. Mann, ich dachte, der braucht einen Platz, ey. Okay, das heißt, wir müssen wieder nach hinten pilgern. Um den dicken Akku da zu versorgen. Ich meine, die Gegner sind jetzt weg. Also die Leiche. Nein, 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 nein. Ich gehe jetzt zurück, ey. Kann mich mal. Ach komm, wir benutzen den mal. Können wir die Muni aufheben? Yo, was geht ab? Ist er tot? Alter, das One-Hit ist ja die... Das ist ja richtig geil. Ja, wo sind die Gegners? Ja, wir müssen ja eh zurück. Das heißt, wir können auf dem Rückweg die Sachen wieder aufnehmen. Da müssen wir, aber wir gehen da lang. Ja, hier sind noch die Leichen da. Einer hat sich irgendwie wiederbelebt oder so, keine Ahnung. Okay, wir brauchen zwei Plätze. Perfekt. Okay, wir tun erstmal das verstauen. Dadurch können wir ja das mitnehmen. Dietrich weiß nicht. Dietrich brauchen wir jetzt gerade auch nicht. Tun wir das auch mal verstauen. Dann nehmen, speichern wir mal. Dann speichern wir mal, dann gehen wir nochmal zurück und holen die ganzen Sachen. Dann speichern wir, glaube ich, nochmal, weil ja 50 Mal hin und her laufen ist jetzt nicht so die Welt. Ich hoffe, der lebt jetzt nicht mehr. Okay, perfekt, der lebt nicht. Sehr gut, hier waren ja die Brandgranaten. Okay, gut. Ja, perfekt, wir haben nachgeladen. Okay, das heißt, wir können jetzt hier rüber. Wir können jetzt einmal das Hochwertige nehmen. Nee, hier. Ja, und da vorne war ja noch was. Ach, hier das Kraut. Oh, das Kraut habe ich ja gar nicht gesehen. Okay, das Hochwertige haben wir schon mitgenommen. Okay, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Aber wir gehen mal runter. Und rein da. Boah, die Brandgranate ist hier richtig stark. Die One-Hit-City. Die ist viermal stärker wie so eine Schrotflinte. Aber die Munition ist auch seltener. Ja, ich würde sagen, ich speichere mal, weil... Weil sicher ist sicher. Das Kraut können wir ja auch verstauen, weil wir sind ja im grünen Bereich. Okay, sehr gut. Dann schauen wir das mal. Nein, nein, nein. Schroti verschauen wir jetzt nicht. Okay, sehr gut. Dann speichern wir nochmal. Hier. Okay, dann würde ich sagen, ich beende mal die Folge. In der nächsten Folge gehen wir mal zurück und benutzen mal den Akku. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wir sehen uns zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao.
euer Crunchy.